Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute habe ich dieses USB-Anschluss-Taschenmesser-Dingens. Das wurde mir freundlicherweise zum Test zur Verfügung gestellt. Und ja, ich habe das auch schon ausprobiert. Das ist eigentlich ein ganz interessantes, nettes Teil. Aber mich stört eine Sache da dran und das werde ich gleich mal versuchen zu beheben und euch natürlich auch zeigen, was das genau ist und wofür man es benutzt. Dieses Teil ist im Endeffekt, wenn man so möchte, nur eine Art Multi-Ladekabel. Wir haben, wie man hier oben sieht, einen Schalter. Mit diesem Schalter können wir umstellen, was genau wir laden möchten oder was wir als Datenkabel hier anschließen möchten. Wir haben die Auswahl IP 5 und 6, das ist wahrscheinlich iPad Phone 5, 6. Micro-USB für sämtliche Android und andere Handys. Und IP 4 ist dann höchstwahrscheinlich Faulobst 4, weiß der Geier was. Folgendermaßen funktioniert das Ding. Es ist wie eine Art Taschenmesser aufgebaut. Wir haben hier an der Seite Schlitze, wo wir die einzelnen Kabelteile ausklappen können. Hier haben wir zum Beispiel das Teil, was in den USB-Anschluss eingesteckt wird. Das ist verbunden über eine sehr, sehr flexible Zugentlastung, was eigentlich sehr schön gemacht ist. Das kann man biegen, ne, sogar 180 Grad. Das macht dem Kabel höchstwahrscheinlich nicht viel aus. Es wirkt sehr robust. Leider finde ich es persönlich ein bisschen zu kurz. Wenn ich jetzt das hier anstecke an mein USB-Ladegerät, mache ich jetzt noch nicht, sonst seht ihr direkt, was mich stört. Wenn ich das anstecke und sage, ich möchte mein Handy laden, wo ist der Micro-USB? Das ist Micro-USB. Den kann ich zum Beispiel nicht komplett ausklappen. Dann hängt mein Handy hier. So. Und hier ist die Steckdose in der Wand. Dann steckt das da drin. Und dann würde mein Handy quasi so in der Luft baumeln. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also das gefällt mir nicht so gut, wenn man es am Laptop oder am PC verwendet. Super top. Und ich denke, dafür ist es auch gedacht, dass man es mobil hat, dass man es in seine Laptoptasche steckt oder sowas und halt jedes Telefon, ob das Firmenhandy oder das eigene, jederzeit laden kann. Ja, wie gesagt, Anschlüsse vorhanden haben wir hier halt den Micro-USB, diesen proprietären Apple Lightning heißt das Ding, glaube ich, was man einstecken kann, wie rum man möchte, was ich eigentlich ziemlich genial finde von der Idee. Und dieses Ding hier, dieses iPhone 4 Teil, keine Ahnung, was das ist. Ich benutze diese Variante nicht, also keine Ahnung. Was mich daran stört, ist einerseits die Verarbeitung, weil wenn man mal sieht, dieses Ding ist komplett aus weichem Kunststoff und man kann das selbst, wenn die stabilisierend wirkenden Kabel eingesteckt sind, kann man das ziemlich in sich verdrehen, ohne großartigen Kraftaufwand. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Und wenn man jetzt beispielsweise mal diese beiden Kabel ausklappt, dann haben wir hier nur ein ganz dünnes Kunststoffhäutchen, sage ich jetzt mal. Und man sieht, das kann man sehr einfach eindrücken. Ich behaupte, wenn man einmal versehentlich drauf tritt, ist es kaputt. Aber egal. Hauptkritikpunkt ist folgender. Moment, ich sollte die Steckdose auch einschalten. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Mag der ein oder andere übertrieben finden. Ich persönlich sage ganz ehrlich, es kommt auf der Kamera nicht so rüber, aber diese blaue LED, die blendet unglaublich. Es ist tierisch nervig, wie sehr diese LED blendet. Und normalerweise, wenn man das Ding am Notebook ansteckt, wie gesagt, ich denke, das ist der vorgesehene Verwendungszweck. Wenn ich das ans Notebook anstecke, dann habe ich das ständig im Sichtfeld. Und jedes Mal, wenn ich schreiben will, habe ich da so ein penetrantes blaues Leuchten im Auge. Also, nö. Das muss man ändern. Also brechen wir dieses Teil doch mal auf und gucken, ob es dann noch wieder zusammengeht. Wenn man hier von der Seite reinschaut, sieht man, das sind so Nasen. Und ich hoffe, dass man damit den Deckel einfach abklipsen kann. Sonst werden wir jetzt mal versuchen. Oh ja, das scheint genauso zu funktionieren. Ja, das funktioniert genauso, wie ich es mir gedacht habe. Zack, da ist es schon.
Ah, hier ist ein blauer Farbfilter drin. Das ist vielleicht eine weiße LED. Kann das sein? Das wird doch direkt mal ausprobiert. Nein, die LED ist. Boah, das ist noch schlimmer ohne diesen Farbfilter darüber. Knallblau. Ganz krass. Okay, diese LED müssen wir entweder entfernen oder durch eine andere setzen. Ich persönlich entscheide mich jetzt hier fürs Entfernen, weil ich brauche an so einem, im Prinzip an einem Ladekabel, brauche ich keine LED, die mir sagt, oh, ich lade. Oder oh, ich habe Strom. Weil das Handy selber sagt mir doch, dass es geladen wird. Also. Naja. Diese Umschaltgeschichte entfernen wir einmal kurz. Dann einfach einmal einen ganzen Batzen Zinn drauf und zack, weg ist die Geschichte. Ich glaube, das ist so einer der einfachsten Modifikationen, die ich jemals bei irgendwas gemacht habe. Und ich schäme mich fast dafür, ein Video zu machen, aber gleichzeitig möchte ich das hier auch als ein kleines Produktreview verwenden und euch eigentlich. Ja, schon, wenn euch dieses Leuchten nicht stört oder wenn euch diese 2 Sekunden Arbeit keine Mühe machen, diese LED zu entfernen, kann ich euch dieses Produkt eigentlich nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, ziemlich universell einsetzbar, weil es halt für jedes derzeit moderne Handy, wer weiß, was sich die komischen Apfelleute da wieder demnächst ausdenken, für jedes derzeit moderne Handy ist es eigentlich benutzbar und es ist halt. Wenn es eingeklappt ist, schön kompakt, man kann es wunderbar in die Notebooktasche packen und hat so immer sein Ladekabel für egal welches Gerät dabei. Könnte es auch mal verleihen an irgendeinen Freund, der gerade weiß ich was für sein Handy laden möchte. Und wie gesagt, LED ist raus, leuchtet nicht mehr, wundervoll. Endlich Ruhe. Eine andere Alternative, was ich auch gesehen habe und was ich sehr interessant fand, ist folgendes. Ein tolles Lightning-Ladekabel, mag man jetzt denken. Nein, ist es nicht. Ist kein Standard-Lightning-Kabel, ist ein kombiniertes Kabel. Wir haben hier auf der einen Seite, ich zoome mal ein Stückchen ran, Moment, kann man das etwas besser erkennen. Auf der einen Seite haben wir den Lightning-Stecker. Die Rückseite sieht aber sehr ähnlich wie ein Micro-USB aus. Und wenn wir das mal seitlich sehen, da haben wir hier auch die Kontaktstifte für Micro-USB. Das heißt, dieses Kabel wurde so intelligent designt, dass man hingehen kann und es wahlweise in so ein Obstgerät einstecken kann oder in ein vernünftiges Handy. Man muss halt nur darauf achten, in welche Richtung, aber das muss man ja beim normalen Kabel auch. Und dann funktioniert das. Es sieht ein bisschen locker aus, aber das ist halt der Tatsache geschuldet, dass es in beide Anschlüsse reinpassen muss. Es funktioniert aber einwandfrei. Ich habe es bereits ausprobiert. Bei dem Handy kann ich es gerade leider nicht ausprobieren, weil da fehlt die Klappe. Ist halt zum Basteln hier. Ja, also dieses wäre persönlich meine favorisierte Alternative. Dieses Ding habe ich seitdem auch am PC hängen, weil da kann ich wahlweise mein Faulobst-Tablett laden oder mein vernünftiges Handy. Ja. Und das, ich sag mal, das persönlich wäre meine Empfehlung für alle Zwecke. Es sei denn, man hat halt noch hier den Bedarf, das in irgendwie einer Form als mobiles Adapterteil mitzuführen, weil es natürlich auch wesentlich einfacher zu verstauen ist als so ein Kabelwulst, der immer wieder irgendwie im Weg hängt. Und das Ding ist halt wirklich reinschmeißen, vergessen, dass es da ist, wenn man es braucht, feststellen, dass es da ist und sich freuen. Ja, das war mal ein kleines Mini-Review mit einer Art Mini-Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als kleine Ankündigung, ich werde wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar weitere kleine Reviews hier einfließen lassen, da ich für mich festgestellt habe, dass es mir sehr viel Spaß macht, Artikel zu rezensieren. Dafür werde ich aber eine eigene Kategorie einbauen, wenn ich nicht zusätzlich noch, wie jetzt in diesem Fall, in irgendeiner Art und Weise dran rumbastle, damit jeder, der sich nicht für reine Reviews interessiert, diese einfach dann quasi sich sparen kann. Bis dahin, euer Ischilfe.